log, please report to the staff room immediately. Also, liebe Zuschauer, es ist wirklich ein Träumchen, bei diesem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe große Erwartungen an diese Partie. Denn beide Mannschaften, die haben auf der Pressekonferenz jeweils gesagt, dass sie auf Sieg spielen wollen. Der Rasen ist in einem idealen Zustand. Das Stadion ist ausverkauft und mit den sehr angenehmen Temperaturen und dem wolkenlosen Himmel haben wir hier optimale Voraussetzungen für eine tolle Partie. Das Beira Rio in der südbrasilianischen Stadt Porto Alegre ist eine wirklich grandiose Arena. Wenn diese beiden Mannschaften gegeneinander spielen, dann weiß man, das hat absolutes Top-Niveau. Also es gibt keine echten Zwänge, weil es nicht um so viel geht. Und wir haben zwei Mannschaften, die für große Fußballkunst und Fußballkultur stehen. Es kann ein richtig überwältigendes Spiel werden. Benjamin Pavard. Das Spiel ist angepfiffen. Baba. Joshua Kimmich. De Ligt. Upamecano. Baba. Marcel Sabitzer. Kimmich. Und nun Sabitzer. De Ligt. Davis. Kimmich. Marcel Sabitzer. Musiala. Baba. Er nutzt die komplette Breite des Spielfelds. Und jetzt Kimmich. Schuss Richtung Tor. Klasse Tat vom Torhüter. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Geht wieder raus, es gibt noch mal einen Eckball. Eckball, die zweite. Ihr Gegner hat bis jetzt erst einen Eckball bekommen. Er macht da überhaupt keine Gefangenen. Raus auf die linke Bahn. Marcel Sabitzer. Und der Fernschuss. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Und
Musiala. Oh, das ist ein Gedicht. Bruno Fernandes. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Diogo Dalot. Und ab damit ganz nach vorn. Absolut kein Vorbeikommen. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Das ist jetzt ihre dritte Ecke. Der Gegner hat noch keine Ecke getreten. Weg damit! Ab auf die linke Seite. Er bringt das Ding. Oh Mann! Das weiß er selbst. Der muss deutlich besser kommen. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Ja, gelb, überhaupt keine Frage. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Leroy Sané. Flanke, Leroy. Der Keeper reagiert echt stark. Und der Keeper ist zur Stelle. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Dominik. Bei wem der wohl landet? Ja, er hat alles versucht, aber das war eine zu schwierige Situation für ihn mit dem Rücken zum Tor. Sadio Mané. Abgefangen. Gut gemacht. Sancho. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Hier ist Müller. Und ein Schuss. Da müssen sie erstmal alle richtig tief durchatmen. Ein schlampiges Abspiel, damit macht man es dem Gegner natürlich leicht. Der macht fast alles richtig. Der Abschluss, der stimmt nicht. Sané. Sané. Das könnte was werden. Per Kopf. Super gehalten. Stark gehalten. Müller hat da eigentlich alles richtig gemacht, aber das war einfach eine Riesenaktion vom Torwart. Also, Eckball Nummer 4. Das gegnerische Team hat noch keinen Eckball bekommen. Gewaltiger Satz! Perfekte Position, aber schwacher Kopfball. Musiala. Leroy Sané. Flanke, Leroy Sané. There will be 1 minute at a time. Müller. Abschluss! Damit ist die erste Halbzeit schon beendet.
Natürlich müssen Sie jetzt mit Wiederanpfiff genau da weitermachen, wo Sie aufgehört haben. Das wird Ihnen der Trainer auch sagen. Vor der Pause, am Ende stimmte fast alles, außer der Abschluss. Keine Tore bis hierhin, 0:0. Warten wir mal ab, was uns in den zweiten 45 Minuten so erwartet. Everyone, please welcome our players. Der Start in die zweite Hälfte. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, Sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden Sie sich für Ihren Aufwand belohnen. Kimmich. Sabitzer. Marcel Sabitzer. Musiala. Das ist Marcel Sabitzer. Spielverlagerung auf die linke Seite. Marcel Sabitzer. Baba. Hier ist Müller. Er hält drauf! Ordentlicher Abschluss, nur nicht mit dem gewünschten Ergebnis. So wie die ihre Ecken ausführen, kann man ja gar nicht hinschauen. Das geht ja über Müller. Ah, der ist unglaublich handlungsschnell. Weg mit dem Ding. Bayern München mit einer guten Kontergelegenheit. Auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach hinten nicht absicherst. Müller. Er versucht's. Zweiter Ball für ihn. Er legt ihn zurück. Versucht ihn da zu klären. Erstmal raus damit. Jetzt ist was möglich. Gutes Auge, guter Pass. Sehr gute Position. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Gegenstoß. Diogo Dalot. Einbahnstraßenfußball, mehr aber auch nicht, was die herausgespielten Chancen angeht. Tore hat es aber bislang keine gegeben. Ein schwacher Pass. Musiala. Sané. Sané ist der Tempomacher auf der rechten Flanke. Die Chance fürs Mané! Da haben sie am Treffer geschnuppert. Mané, komm zum Abschluss, mach das Ding nicht rein, auf ein neues. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Da hat er jetzt reichlich Platz. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da verheddert er sich. Sie setzen hier auf klare Zuteilung. Hochkarätige Angreifer bedürfen einer ganz besonderen Bewachung. Das sieht man hier. Anders kannst du diese Leute nicht ausschalten. Rafael Varane. Mit viel Gefühl. De Ligt. Musiala. 75 Minuten sind vorbei.
Sabitzer. Sadio Mané. Überhaupt keine Frage, die Einstellung dieser Mannschaft ist über jeden Zweifel erhaben. Sie wollen den Sieg und sie arbeiten dran. Kimmich. Beide Teams lauern auf Konter, beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ballhalten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Mané. Der Ball kommt zurück ins Zentrum. Und jetzt ist natürlich die große Frage, will einer von den beiden nochmal unbedingt den Sieg oder sind sie irgendwann mit dem zufrieden, was sie haben? Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Immer noch unentschieden. Ich bin gespannt, wie beide Mannschaften mit diesem Stand der Dinge in den letzten Minuten umgehen. Hier ist Sadio Mané. Unwiderstehlich, perfekte Schusshaltung und präzise. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach, trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Number 10, Leroy Sané. Der Referee pfeift ab und damit ist das Spiel beendet. Das war wirklich eine ganz, ganz enge Partie. Aber eben genau dieses eine Tor hat gereicht, um sich durchzusetzen. Sané. Der Spieler des Spiels, zu Recht, nach dieser Leistung. Ich sage Ihnen, ich bin komplett fix und fertig. Das war so mitreißend, so nervenaufreibend. Der Gewinner, der steht fest. Die Entschlossenheit und die Hartnäckigkeit haben sich am Ende ausgezahlt. Sie haben diesen Sieg erzwungen. Ganz spät. Und das war's von uns. Ihnen noch einen schönen Abend. Und Hansi, dir vielen Dank für deine großartigen Analysen. Das Vergnügen war ganz meinerseits.